Willkommen zurück zu Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Im letzten Part sind wir auf Yoshi's Island angekommen und haben erfahren, dass ein wild gewordener Yoshi aus dem Weltall von den Shroobs geschickt alle Yoshis verschluckt und nicht so eiern verwandelt wie normale Yoshis. Und außerdem ist Kamek auf der Suche nach Keksen für Bowser und Luigi stiehlt auch Kekse und ich bin total verwirrt. Wir machen auf jeden Fall einfach mal weiter. Auf jeden Fall sehr viel Chaos beim letzten Mal und da ist er ja schon wieder. Was ist los? Okay. Ey, komm, geh mir aus dem Weg einfach. Ich habe keinen Spaß, aber so ein Kind gerade habe ich keine Zeit. Junge, ihr schafft das und treibt einen Cooper, ihr tretet einen Cooper auf den Schwanz und bleibt dann auch noch drauf. Na gut, dann nehmt dies. Was? Was soll ich nehmen? Irgendwie nichts Neues. Haben wir schon in Toads Wald gemacht. Aber der da unten, der ist so ein bisschen im Weg. Ich glaube, dass der uns nämlich am Weitergehen hindern wird. Zip, zap, snippelidup. Falls eure Hosen nicht feuerfest sind, gibt es gleich gegrillte Klempner. Gebt besser gleich auf. Ihr glaubt, ihr seid hart im Nehmen? Dann seht zu, dass ihr es bis auf die Spitze der Klippen schafft. Ihr Waschlappen, das würde ich nur zu gerne sehen. Das wirst du auch sehen, mein lieber Kumpel. Und ja, jetzt habe ich einen lustigen Funfact für euch. Und zwar ist auch nicht ein lustiger Funfact, aber auf jeden Fall, ich habe damals wirklich, bin ich zurückgerannt, bin in den Toadmarkt gegangen und habe nach wasserfesten Hosen gesucht, weil ich halt dort alle noch nicht gewohnt war, Mario und Luigi, weil zusammen durch die Zeit war mein erster Ableger der Serie und ja, da wusste ich da alles halt noch nicht. Yoshi's Island Quellwasser, ein gesundes, köstliches Getränk, ideal für Kinder im Wachstum. Vergesst nicht, schütt fleißig rein. Dann siehst du aus wie ein Schwein. Okay, dankeschön. Und das soll ein Hinweis sein, dass die Babys das hier trinken können. Also Baby Mario. Sehen sie nur, wie der Knirps säuft. Wie sie sehen, trinkt Baby Mario, sobald er im Wasser steht. Okay. Sehen sie die Zahl in den kleinen Blasendingsbums neben Baby Marios Kopf? Das ist die Anzahl der Wassertropfen, die er spucken kann. So abstrus das auch klingen mag. Der kleine, durstige Kerl hört erst auf zu trinken, wenn sie ihn vom Wasser wegholen. Erneut frage ich mich, wie das wohl jetzt für den erwachsenen Mario ist, wenn er schon in Kindheitstagen so viel Wasser zu sich genommen hat. Naja, wie Sie sehen, ist Baby Mario nun kugelrund und gut gefüllt. Würden Sie nun bitte Y drücken? Ach du Scheiße. Baby Luigi bearbeitet seinen Bruder mit dem Hammer und bringt ihn so zum Spucken. Das ist ekelhaft. Vergessen Sie nicht, die Zahl auf dem Hammer-Symbol zeigt die Spuckmunition, wenn Sie mir folgen können. Klar kann ich dir das immer und immer wieder. Obwohl dieser Rat ansonsten eher unpassend wäre, so empfehle ich, alles auszuspucken, was Sie sehen. Alles anzuspucken, was Sie sehen, so. Auf jeden Fall hilft uns das enorm weiter, denn damit können wir natürlich, wie im Vorgänger für den GBA, den ich ebenfalls Let's Played habe, das Wasser auf die Feuerstrahlen lenken und damit das Feuer löschen, selbstverständlich. Um natürlich dann wieder normal zu werden, müssen wir einfach das ganze Wasser aus Baby Mario rausprügeln und dann sind wir wieder normal. Also nichts Besonderes, aber was ganz besonders ist, sind natürlich die neuen Gegner hier. Das wären Vögel auf fliegenden Teppichen, die irgendwie aus Aladdin entflohen sind. Auf jeden Fall, damit ihr auch wisst, ich habe im Part, wo ich die Nüsse nachgeholt habe. Nüsse? Ja, ich glaube, das waren Nüsse. Ne, die Bohnen. Bohnen, was rede ich denn da? Habe ich noch ein Level-Up dazu bekommen mit allen. Und aus dem Grund sind die jetzt vielleicht ein bisschen stärker als davor. Aber jetzt auch nicht so enorm. Ja, okay, vielleicht doch. Die Gegner gehen schnell tot. Und ich bin sehr gut im Kontern, was mich selbst ein bisschen erschrickt gerade. Wunderbar. Hätten wir es geschafft. Den Gegner hätte ich gezeigt. Der ist natürlich ein bisschen seltsam für euch, weil der den oberen und den unteren Bildschirm benötigt zum Angreifen. Aber daran müsst ihr euch halt gewöhnen. Das werden noch sehr, sehr viele weitere Gegner haben, dieses Angriffsmuster. Auf jeden Fall kann ich ab jetzt die Kämpfe wieder rauscutten.
Na, wobei, komm, den lasse ich noch drin in den Kampf. Einfach deswegen, weil dieser Gegner hier, der hat, wie man hier sehen kann, ein Objekt an dem Rücken geschnallt. Und dieses Objekt, das würde ich sehr, sehr begrüßen, wenn ich das bekommen würde, aus dem Grund. Greift mal alle an. Ich konnte damals wirklich besser kontern. Also jetzt ist irgendwie wieder der Wurm drin. Und damit wäre der tot. Ich glaube, das sind einfach dann am Ende bei der Endabrechnung von der Stage ein paar mehr Münzen. Also nichts Besonderes, aber nur wenn er Geld wollt, dann bringt ihr einfach um und dann habt ihr am Ende der Stage halt ein bisschen mehr Money. So, langsam aber sicher. Es ist halt ein bisschen fies, weil man nicht weiß, ob die jetzt antäuschen oder nicht. Und wenn man natürlich will, nicht nur ausweichen will, sondern auch kontern möchte mit den Angriffen, dann sollte man natürlich auch rechtzeitig springen und es ist ein bisschen fies, das dann zu timen. So, wie dem auch sei, wir haben ein weiteres Level-Up beim guten Mario-Klempner und ich gehe bei denen auf Verteidigung, mach die Augen zu, 3, 2, 1, BAM! Plus 3, geil, das freut mich riesig. Natürlich schreitet Luigi mit einem Level-Up ebenfalls direkt hinterher und bei ihm gehe ich auf die KP. Das ist, also Luigi, der hat dann um die 100 KP mehr als Mario am Ende, kann ich euch jetzt schon sagen. Und immer der Augen zu, 3, 2, 1, BAM! Plus 6, genial! Also Luigi, du bist wirklich ein Glückspilz, ein reiner Glückspilz. Gut, dann hätten wir hier ein Trampolin, wo ich natürlich die Babys direkt mal hochschicke in die Wolkenwelt, wo wir erneut neue Gegner treffen. Okay, und zwar Schafe. Und diese Schafe, okay, jetzt sind es halt keine Schafe mehr, aber davor waren es noch Schafe. Und ich bin zu blöd, die zu kontern. Auf jeden Fall können die Stacheln drunter enthalten oder eben ganz normal aussehen, wie der da hinten, wo man dann draufjumpen kann. Auf den da unten kann man selbstverständlich nicht draufjumpen. Und ja, je nachdem, was die eben unter ihrer Wolle haben, ich glaube, dann kann man auch nicht auf die Wolle draufjumpen. Also man muss erstmal irgendwie die Wolle wegbekommen und aus dem Grund, das habe ich damals gerne mit einer Feuerblume gemacht. Wie ihr es macht, ist mir völlig egal, aber ich habe das halt immer mit einer Feuerblume gemacht. Ich sollte vielleicht auch das neue Bros-Item zeigen, denn wir haben ja auch ein neues Bros-Item bekommen. Und zwar das Padauzei haben wir jetzt gerade schon wieder bekommen. Im Koffer als Belohnung und hier haben wir ein bisschen Geld und ein One-Up-Pilz DX. Außerdem weitere Bohnen, da gucke ich mich hier noch ein bisschen genauer um, aber ich glaube, wir haben alles wunderbar. Dann kann es wieder runtergehen, also irgendwann muss ich auch das Padauzei euch noch zeigen und besser schneller als gar nicht, weil ich neige dazu, es wieder dann zu vergessen und aus dem Grund, glaube ich, mache ich einfach mal bei dem hier, komm! Dann lasse ich den Kampf auch noch drinnen. Aber Schnurzpiep egal. Das Padauzei ist nämlich vor dem Kanonengeballer und es sorgt für Schwindel. Das Ziel sind alle random und wir müssen einfach zu dem, wo das Ei hinfliegt, im richtigen Moment den Knopf drücken. Und ich kann jetzt schon sagen, dass das verdammt schwer ist. Wir können natürlich aber auch die Babys verwenden, da trifft das Ei dann aber nicht den Gegner, da fliegt es dann einfach nur rüber. Also wenn man bedenkt, oh scheiße, jetzt habe ich das Timing verlernt, dann einfach die Eier ein bisschen links-rechts katapultieren mit den Babys, bis man dann wieder irgendwie im Rhythmus drinnen ist. Ich kann das Padauzei gar nicht, ich werde wahrscheinlich das alles verkaufen an den Padauzeiern, die ich bekomme. Sollte man es aber schaffen, die Padauzeier komplett zu verbrauchen, dann, also, ne, ihr wisst, den grünen Panzer kann man ja auch verbrauchen, wenn man den oft genug hin und her schießt. Die Brustblume hört auch nach einer Zeit auf. Beim Padauzei ist es, wenn man die auch oft genug hin und her schießt, dann gehen die Eier kaputt und man bekommt ein zufälliges Item aus ihnen raus. Meistens ist es einfach nur ein stinknormaler Pilz, aber es kann auch schon mal hilfreich sein. Besonders, weil es halt ein Gratis-Item ist aus einem Bros-Item und das hilft irgendwie, egal, komm. Wir beginnen auf jeden Fall und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt laufen wird. Jetzt fliegt's auf und direkt verkackt. Ach du Scheiße. Also, wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, einfach mal oben auf den Screen achten, während ich gerade die Erklärung hinter mich gebracht habe, dann seht ihr, wie das aussehen muss, wenn man das richtig macht. Weil ich glaube, ich kriege das niemals hin. Und ich versuch's nochmal. Einmal noch Concentration.
Wunderbar. Damit hätten wir das. Und damit hätte ich euch dieses Item gezeigt. Wir lassen es dabei einfach mal. Ich kann das Ei einfach. Ich kann das die Attacke nicht. Nee. Also, das ist in meinen Augen die schlimmste Attacke, die es gibt. Und dann nehme ich Mario mal einen Pilz. Das, nee. Wenn es eins gibt in dem Spiel, was ich nicht kann, dann ist es dieses Item. An sich, ich kann die meisten Bros-Items hier nicht. Ich liebe die das Kanonengeballer, weil das recht einfach ist noch. Und alles andere ist so verdammt verwirrend für mich schon. Und jetzt kann ich endlich ein paar Kämpfe rauscutten, weil das liebe ich ja so. Wunderbar, dann habe ich das Konto von den Gegnern jetzt auch endlich drauf. Also von den, ne? Von den Schafen, will ich sie gerne nennen. Es sind für mich einfach Schafe. Sie haben Wolle. Man kann die Wolle abfackeln und dann werden sie zu gescherten Schafen. Ganz einfach. Für mich sind das Schafe. Ende aus der Diskussion. So, hier ist direkt noch einer, den ich natürlich killen möchte. Ich honkjump dreimal auf den Gegner drauf, obwohl er schon lange seine Stacheln gezeigt hat. Wenn er drauf springt auf den Gegner, dann löst sich auch die Wolle auf. Aber dabei geht ja halt ein Risiko ein, Schaden zu erleiden, weil natürlich darunter auch Stacheln sein könnten und nicht nur was Simples zum Draufjumpen. So, Baby Mario gönnt sich ein paar Schlücke und jetzt lernen wir langsam das Rätsel kennen. Und zwar ist das jetzt alles mit dem Spucken so verbunden, mit so komischen Rohren, die das Wasser dann von oben, von der Wolke aus, Richtung Erde lenken. Wie man hier wunderbar sehen kann. Und damit löscht sich halt das Feuer. Und das ist so gesehen das Rätsel dieses Abschnitts. Weil man halt das Wasser einbauen musste. Und ja, irgendwie muss man das auch schwieriger machen. Damals war es ja so, da hatte man dann so Rätsel, weil man ja nicht springen konnte und so. Aber hier müssen halt ja die Babys auch noch machen. Und die Babys, ne? Auf jeden Fall, das sind die Rätsel. Und das war nicht das. Das war das einfachste von denen, Rätseln. Denn wir kriegen auf jeden Fall noch schwierigere. Das ist natürlich selbstverständlich. So, und dann haben wir den ersten Block direkt aktiviert, nämlich den roten. Und als nächstes steht der grüne an. Aber zuerst gucken wir uns hier wieder ein bisschen um. Natürlich wieder alles ausbuddeln, was wir hier finden können. Und alle Items mit... Nein, Luigi! Luigi, du musst hier öfter dagegen springen. Luigi, du bist ein Honk. Haben wir ein bisschen Geld verbraten. Wie dem auch sei. Yoshi's Island, Strand, Sprungtrainingsgelände. Hier können Männer mit Bärten Wirbelsprünge trainieren. Beginnen sie ganz rechts und überqueren sie die Abgründe mit Hilfe von Wirbelsprüngen. Okay, also anscheinend ist das auch alles für uns gebaut worden schon damals. Also natürlich, wir sind in der Vergangenheit und die Yoshis haben gerade Yoshi's Island hinter sich gebracht mit den Babys. Und natürlich muss man da für die Babys, weil man ja weiß, dass dort eines Tages riesige Jump'n'Run-Helden werden, ein Jump'n'Run-Gelände bauen. Yoshi's Island, Strand, Höhlenforschungsgelände. Graben Sie sich unter dem Tor hindurch und erforschen Sie die Höhle. Wunderbar. Aber wie man hier sehen kann, es sind halt hier das Feuer ist im Weg. So, nicht die Feuer. Das klingt ein bisschen komisch. Auf jeden Fall, das Feuer ist im Weg und das müssen wir jetzt irgendwie löschen. Neue interessante Erkennung von den Gegnern ist, dass wenn ihr auf die drauf jumpt, dann werden sie automatisch direkt zu dem, was sie sind und verlieren ihre Wolle. Also wenn ihr einen Erstangriff schafft, dann erleidet ihr dadurch sogar nicht mal Schaden. Also ein Erstangriff gegen diese Gegner wäre ratsam, dann müsst ihr euch damit nicht rumquälen, zu wissen, was das jetzt für Gegner sind, ob man springen kann oder nicht. So, bei Baby Mario gehe ich auf Angriff, weil es sind halt einfach die Babys und die müssen stärker werden und das Ding und Augen zu und durch. Plus 6, wunderbar. Hat sich das Glück von Baby Luigi jetzt gewendet? Hat Baby Luigi kein Glück mehr, sondern nur noch Baby Mario? Wir werden es gleich erfahren, nach der Werbeunterbrechung. Nee, Spaß. Ich gehe bei Baby Luigi auf den Bart, weil der ein bisschen mehr Glück braucht. Und 3, 2, 1, BAM! Auch sehr seltsam, dass die Babys überhaupt einen Bartwert haben.
Und tatsächlich, das Glück von Baby Luigi hat sich gewendet. Er hat kein Glück mehr. Er ist ein Noob ab sofort. Und ich bin hier wieder. Warum komme ich in letzter Zeit immer wieder auf den Knopf drauf? Ah. Das regt ein bisschen auf, weil es für euch auch richtig komisch aussieht, wenn ich auf den Knopf drauf komme. Im Video. Auf jeden Fall müssen wir nun das Wasser durch diese Röhre hindurch schießen, um damit das Wasser auf den Plattformen zu löschen, genau. Und natürlich auch nochmal durch diese... Nochmal. Natürlich auch durch diese Röhre noch einmal, um dann dieses Feuer zu löschen. Und dann müssen wir mit den Babys natürlich hier auch wieder rausgehen. Weil das wäre ja ansonsten scheiße, wenn die Babys hier festsitzen würden. Ich glaube, Baby Luigi bräuchte auch langsam einen Pilz, aber ich glaube, dass er das noch ein bisschen aushält. Noch ein klein bisschen. So, beim nächsten Kampf dann vielleicht. Auf jeden Fall können jetzt Mario und Luigi hier rüber swingen und damit den nächsten Block aktivieren. Wunderbar. Nice. Dann setzen wir unsere Reise fort. Jetzt dürfte sich nochmal so ein Vogelgegner nähern. Irgendwo. Da oben bei dem grünen Block. Wenn ich mich richtig entsinne. Genau, ein Vögelchen. Schieß. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob das stimmt, weil ich habe so eine Vermutung, dass je nachdem, wie oft die Gegner oben links und rechts hin und her fliegen, man sehen kann, ob die jetzt dann antäuschen erst oder direkt durchfliegen. Weil ich glaube, wenn die wenn die oben fünfmal hin und her fliegen, dann oder nur dreimal, dann heißt das, dass die antäuschen. Und wenn die nur einmal oder dreimal, ich bin mir nicht sicher. Ist halt jetzt auch nur eine Vermutung. Aber ich glaube, so kann man es erkennen. So, jetzt natürlich erstmal hier das alles zurechtschieben, damit die Babys dann ganz einfach das Wasser von den Wolken nach unten lenken können und dann alles direkt wunderbar klappt. Außerdem finde ich wunderbar, dass derzeit hier keine Gegner sind. Das freut mich natürlich auch riesig. Und damit wäre auch schon das Rätsel um den blauen Schalter gelöst. Müssen wir nur noch aktivieren. Und diese Ehre gebe ich dieses Mal den guten Luigi. Der darf auch einmal einen Block aktivieren. Jut wäre der auch erschienen und damit... Können wir nun endlich weitergehen? Wir haben auch schon gesehen, es gibt nochmal neue Gegner in dem Gebiet. Und zwar, wo ich hier hochgejumpt bin, ist uns direkt ein Speer von hier oben entgegengekommen. Und das sind natürlich die Ureinwohner von Yoshi's Island. Die kennt man natürlich auch aus Yoshi's Island für den Game Boy Advance nicht, weil die kamen da nicht vor. Und jetzt dürft ihr antäuschen. Bin trotzdem zu dumm auszuweichen. Also wenn der dreimal oben hin und her fliegt, dann täuscht er an. Und wenn er, glaube ich, direkt runterkommt beim zweiten oder beim ersten Mal. Oder wenn die beim fünften Mal. Ich bin nicht sicher. Komm, wir gucken. Wir gucken. 1, 2, 3. Und er täuscht wieder an. Ich habe absolut keine Ahnung. Wenn ihr genaueres wisst, in die Kommis. Ich weiß ja, dass jemand, der das Spiel auch ungefähr gleichzeitig mit mir spielt und der das Spiel auch ungefähr gleichzeitig so gut kennt wie ich, gerade auch das Let's Play guckt. Also falls du dich da genauer auskennst, einfach mal bitte in die Kommentare. Dankeschön. Gut, habe ich jetzt hier noch irgendetwas übersehen bei diesen Ureinwohnern? Ich glaube nicht. Ich glaube, hier befindet sich nichts mehr. Gut, hier befindet sich nichts mehr. Das bedeutet, wir können natürlich jetzt unsere Reise gen Berg fortsetzen, indem wir die Röhre betreten und im letzten Gebiet ankommen von Yoshi's Island. Und dann wären wir auch schon durch wieder mit dem Kapitel. Kamek entkam an der Spitze der Klippe, setzt einen Wirbelsprung ein und deine Wasservorräte ein, um ihn einzuholen. Vergiss nicht, dass dir auch Hammer und Bohr-Aktionen zur Verfügung stehen. Das werde ich natürlich nicht vergessen, liebes Spiel. Dem bin ich selbstverständlich bewusst. Normale Wirbelsprünge sind ihm zu lahm. Versuchen Sie es nicht einmal mit dem Schleudersprung.
bedeutet. Los, Schleuder! Also, wir kennen das ja natürlich auch schon aus Mario und Luigi. Superstar Sage hier in den Tornado und dann sind wir viel schneller und wirbeln uns auch viel länger durch die Luft. Aber das ist auch die einzige Attacke, die, glaube ich, aus Superstar Saga übernommen wurde. Ich möchte hier einmal unten lang gehen, weil hier gibt es noch sehr, sehr viele Gegner, die ich jetzt einmal killen werde. Wunderbar, Nummer 1 wäre Geschichte. Dann wagen wir uns direkt an den zweiten, der sich natürlich dort befindet. Komm her, my boy! Also der gute Mario kann ihn schon one-hitten, während Luigi da noch zwei Angriffe braucht. Mario braucht normalerweise auch zwei Angriffe, aber das sind ja leicht zum ersten Angriff machen und dann klappt es auch direkt mit dem ersten. Gut, was fliegt denn da oben rum für ein Vieh? Da ist so ein Schatten. Ist das nochmal ein Lucky-Two? Würde mich wundern, dass hier nochmal ein Lucky-Two ist. So, ich will bei dir einen Erstangriff, bitte. Dankeschön. Und wie ich gesagt habe, jetzt braucht Luigi wirklich einen Pilz. Nach dem nächsten Kampf habe ich ja gesagt, kriegt er einen Pilz. Ich wusste, dass ich damit nicht lange überleben werde. Aus dem Grund wunderbar geheilt, der kleine Klempner. Und anscheinend kommen die oben raus. Hier, wenn ich jetzt hier runter jump, sind die oben alleine. Jupp. Und ich würde es nur zu gut wünschen, dass der Gegner mich in Ruhe lässt dort. Ich habe keinen Bock, mit den Babys alleine gegen den Gegner zu kämpfen. Die Erfahrung sollen sie sich dann schon teilen. Gut, also so ist geklärt, wie die Babys oben ankommen. Und jetzt müssen nur noch die Erwachsenen nachrücken. Das ist aber auch kein Problem. Kamek? Also du bist ja auch wirklich überall. Von dem Schrob Yoshi, von dem Jub, wie Kelly Cooper es ja genannt hat, fehlt jede Spur. Aber von Kamek, der ist hier weit und breit zu sehen. Langsam aber sicher kommen wir, glaube ich, am Gipfel an. Ja, jetzt fliegt er durch. Also, damit ist geklärt, 5-mal hin und her und sie fliegen durch. Schön zu sehen. Wissen. Wunderbar, wie ich den Kampf gerade fast komplett kommentiert habe. Trotzdem bin ich aber noch immer zu blöd, den Gegnern auszuweichen, weil ich halt einfach nicht weiß, wann die antäuschen. Und ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der sagt, okay, komm, ich zähle jetzt einfach mal, wie oft du da hin und her cruist. Wow. Also davor haben uns die Toads im letzten Part in der Bibliothek gewarnt. Aber ich würde sagen, wir belassen es dabei. Der Part ist rum. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Part wieder, wenn es weitergeht, mit Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Ich stelle mich hier hin, weil hier kann mich kein Gegner angreifen. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis ganz, ganz bald. Tschö, tschö.